Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Und wenn euch dieses Programm, dieses Let's Play gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Guckt da mal in die Playlist, in den anderen Playlist rein. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren des Kanals. Das würde mich natürlich weit nach vorne bringen. Und in diesem Sinne werden wir uns heute mal die Map vorknöpfen. Alter, die schaut schon echt geil aus. So, wir haben uns ja einige schöne Sachen mitgebracht. Die erforschen wir jetzt mal. The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Okay. The remains researched belong to an organism with 8 jointed legs, similar to the legs of arachnids but with non-standard distribution and function. Because its attacks focus on stabbing prey with the ends of their legs, which resemble insectoid stingers, they have been dubbed stingers. Stinger remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Okay. Proteine können wir jetzt herstellen. Mal gucken. Hier Keiler und von den Stechern. Reicht aber noch nicht. Okay, Caterium. The metal has been named Caterium after Fixit's greatest CEO, Katerina Parks. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability, and corrosion resistance. Okay. Machen wir Barren draus. Research completed. Caterium ingot recipe unlocked. New Caterium research available. Hey, Caterium-Bahn. Was natürlich problematisch ist, weil wir jetzt... Ja, wir können keine 50 Caterium jetzt herstellen. Weil wir natürlich erst die Fläche freisprengen müssen. Die ist ja besetzt. Ja. Okay, Mycelium. Oh, brauchen wir nicht. Der Speckpilz. This mushroom, dubbed bacon agaric due to its uncanny resemblance to raw bacon, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Okay. Energieschnecken. This semi-slug, now dubbed power slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. So, Schneckenscanner. Power slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static.
So, jetzt können wir die Übertaktung freischalten. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Note, power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Okay. Das können wir nur nicht machen, weil wir keine Rotoren herstellen können. The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz, with uniquely large and flawless crystals, normally only found in synthetic quartz. The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. So, jetzt haben wir noch Schwefel. This unknown chemical element was in reality an unusual mixture of solid sulfide and sulfate materials from which sulfur can be extracted. Gott. Sulfur's primary use lies in fertilizers, which we have no use for. Instead, this element enables access to more volatile obstacle clearing and pioneer defending tools. Okay. Einen Moment. So. Wir haben. Die Teilmontage bräuchte man eigentlich erstmal. Oder aus dem Shop. Eigentlich erst einmal Logistik. So. Genau, erstmal Logistik. Ja. Die Stangen. So. Upsi. Ja, wobei. Nehmen wir auch mal mit. Rad nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ein Päckchen Schrauben. Wunderbar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das langt. Wahrscheinlich nicht. Außer er braucht bloß irgendwie 50 oder so, dann langt es auf jeden Fall. Gut. Unser nächstes Ziel für heute ist natürlich hier das Katerium und Schwefelzeug mal anzubohren. Beim Schwefel könnte ich jetzt einen Miner draufstellen, aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. So. Milestone reached. Fix it would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Gut. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Stay efficient, don't disappoint Fix it. Ach ja, Moment. Und? Nee. Guck mal. Voll.
Mal gucken, wo ist alles voll? Der ist auch voll. Okay. So. War mal 7 das lang. Weil da holen wir uns noch das restliche Methelium. Das restliche Methelium. Wie viel Platz haben wir? Auch wir haben eigentlich Platz. Das war, glaube ich, auf der anderen Seite von dem Hügel. Hier. Genau. Mehr war das, glaube ich, nicht mehr, gell? Oh, guck mal, da ist noch nicht. Mal mit. So, dann tausch mal. Wunderbar. Ja. Jetzt gehen wir da runter. Setzen dann ein paar Miner auf die Schwefelquelle. Was ist denn? Ach ja. Bleib stehen. Hallo? Was? Katerium, wo war denn das nochmal? Ich glaube hier oben, oder? Noch weiter oben? Sind das Katerium? Was ist da drüben? Ja, da ist es doch. Meine kleinen Zwinger.
So. Gehen wir da runter. Hui. Und sammeln den Schwefel ein. Das ist unrein. Okay, dann mache ich einen Cut. Wir sehen uns gleich. Da. Nehmen wir einen mit. Ne, nehmen wir zwei mit. Dich lasse ich stehen. Könnte man ja eigentlich hier auch. Einen Stempel damit machen. Haben wir eigentlich schon da, oh, oder? Ja, wenn man hier so durchläuft, weißt. Mal ja auch das ganze Gestrüpp mal hier farmen. Ja, den nehmen wir auch mit. Und nochmal. Haben wir eigentlich? Nö, haben wir nicht. Siehst du? Bing. Oh, da ist ja nochmal Schwefel. Da ist der Schwefel. Wo ist das andere Schwefel? Hier. Auch unrein. Oh, da ist noch ein Schwefel. Oh, Alter. Da hinten. Auch unrein. Unreine Schwefel. Hm. So, jetzt gehen wir mal ganz nach unten. Ne? Weil ich hätte gerne noch. Das nehmen wir doch mit. Ich möchte erst einmal noch das eine abgestürzte Vehikel mir angucken. Und natürlich noch ein bisschen Kohle sammeln. Aua. Das kickt voll ganz schön rein, ey. Wo bin ich denn? War das eigentlich das komische Zeug? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ey. Irgendwo da unten.
Nee, da nicht. Ich sehe schon, guck mal, bis ich da dort angekommen bin, habe ich alles eingesammelt. Welcher, dass da die Kohle weg ist, ey. Und die größere Frechheit, dass das Roherz auch weggenommen worden ist. Ja, schau mal an, was haben wir denn da? Nicht dich? Easy. Danke. Ah, da oben ist unser Kraftwerk. Komme ich jetzt da? Was noch? Kohleknubbel? Kohleknubbel, sage ich schon. Ui. Nicht einen Pilz eingesammelt? Ja, habe ich nicht. Samples of unknown alien species acquired. It is unclear where on the flora or fauna spectrum it lies, but initial data suggests this might be a nest or an egg. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Okay, warte mal. Gut, ja. Oh, okay. Hm. Ja. So, was brauchst du? 120 Megawatt, okay. So, hier oben haben wir nichts mehr zum Einsammeln. Erstmal alles sortieren. Platinen, hui. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fixit to make an informed decision. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Ein Gasnobelisk. Oh, ich muss jetzt. Ohne. Egal. Wurscht. Okay, wir müssten halt echt einmal ja. Ja, ich hätte erst zurückgehen sollen. Die ganzen, das ganze Zeug abliefern sollen. Egal. Okay, hier wieder mein Fichtenmoped mal 10, 20 mal durch und dann haben wir das auch wieder drin. Aber alter Falter. Gasnobelisken. Oh. Haben wir noch gekriegt? 12 Computer, 65 Platinen. Kann die Dinger, ich habe die Dinger noch nicht einmal erforscht. Mann, ich wollte eigentlich erst zurück, wenn ich Kohle habe. Jetzt bin ich voll, weißt du? Ach, was soll's? Boah, ich müsste eigentlich mal einen Weltraumlift bauen, ey. Guck mal, das war doch. Ja, hier ist aber. Okay. Das ganze gute Zeug. Erstmal hier rein. So.
Genau. Ach, die Festplatte. Hard drive analysis completed. Alternative recipe selection available in the MAM. Das ist jetzt auch wieder eine Erneuerung. Das Schöne dran ist, man kann jetzt hergehen und die nächste Festplatte erforschen. Das bleibt bestehen. Man kann sogar die Festplatte erneut scannen, wenn man sagt, das brauche ich nicht. In den Inventarplatz brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, was? Oder man sagt einfach, Arschlecken, lass mal erstmal drin. So, das ist neu. The remains researched belong to a plant-like organism hosting the larva of the flying crab, the most mature of which hatch when threatened. Hatcher remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. So, da haben wir auch 5 zusammen. Research completed. Alien protein can now be turned into biomass or alien DNA capsules. In addition to being used for research, the invaluable alien lifeform data in these capsules can be traded for fix-it coupons at the Awesome Sink. We guarantee the best capsule to coupon exchange rate anywhere on this planet. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Machen wir das doch. Das machen wir später. Das machen wir mal später. So. Oh. Was ist denn los? Oh. Wir könnten ja. So. Voll, 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 voll. Guck mal, die hinteren 4. Geronimo! So. Mal, wir Kettensäge brauchen wir nicht. Und Tap. Warte mal. Funktioniert nicht. Warum rutsche ich hier ab? Nein. Ach, machen wir später. Bohle. Necke. Voilà. Schnecke. Und Schnecke.
Uiuiui. Ja, die Kohle ist noch da. Das ist überhaupt normal. Okay. Gut. Haben wir jetzt immer Swicht mobbelt? Mach einfach alles mal weg. Kann ich dich da auch? Ich habe nichts gekriegt, ey. Mach mal was Sinnvolles, oder? Bis der da fertig ist. Oh, da war Mycelium dabei. Schon wieder. Nein! Frechheit. Nimm mal mit Cedium. Blank. Den brauchen wir nicht. Oh, das lang. Mal an, die sind schon fertig. Nächstes Ziel, Weltraumlifter, ja. Das machen wir. Das machen wir in der nächsten Episode, würde ich sagen. So. Da wären wir jetzt halt auch fertig. Schauen wir natürlich, dass wir das da noch verbunden kriegen. Dann holen wir uns da unten die nochmal diese schöne Kapsel. Mal, vielleicht kriege ich das.
Hauptsache gehe ich lieber ein Stockwerk höher. Habe ich bessere Chancen. Gut, ich sage mal, wir sehen uns dann ein Stockwerk höher. Bis gleich. Samples of unknown alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Ah, wir haben gerade so ein Alien-Viech gekillt. Er ist voll. Jawohl. Okay. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in benefits to the Fixit mission. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fixit designated zone is discouraged as specified in your contract. Okay. Gar nicht gewusst, dass sie noch einmal was erzählt. Naja, jetzt haben wir schon mal unsere zweite Festplatte. Oh, wir sind voll. Gut, dann hätte ich gesagt, dann sehen wir uns in der Basis. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf zum MAM. Wie ich will. Was? Rauchschwaches Pulver? Black powder recipe unlocked. New sulfur research available. Explosionsstachel. Glitternobelisk, die kenne ich noch gar nicht. Das Gewehr, das kenne ich noch. So. Guck mal hier. Oh Gott, das habe ich alles noch gar nicht. Nein, schau mal an. Macht man das immer noch hier drüben? Ja, macht man. Aber ich habe keinen Platz. Ugh. Ich habe eine Idee. Wir geben jetzt erst einmal das ganze Holz, Mycelium etc. erstmales ab. Und dann haben wir wieder Platz. So, wie schaut's aus? Oh. Alter, Holz ist da auch noch drin. Oh. Mycelium. Rein damit. So, voll. Wie schaut es hier aus? Jetzt sag mir bitte nicht. Alles voll. Dann stapelt sich's. Ah, geil. Okay, wir haben jetzt, ungelogen, so viel Sprit, dass wir uns vorher schon mal nicht mehr Gedanken drüber machen müssen. Ja? Wir verbrauchen, wir haben maximal 93 Megawatt, wir haben 340 Megawatt. Also wir brauchen jetzt die nächste Zeit uns keine Gedanken mehr machen, ob wir Strom brauchen oder nicht. Das heißt, wir können jetzt schön munter drauf losarbeiten. Ach, warte mal, ich wollte doch erstmal Schwarzpulver herstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt dann Stahlproduktion. Wobei sind wir noch überhaupt nicht. Stahlproduktion.
Das muss man sich erst mal durch den Kopf gehen lassen. Ey. Machen wir erst mal hier das ganze Schwarzpulver. Dann schmelzen wir das Caterium ein. Und erforschen noch das, was wir erforschen können. Wir können noch diese Spuggerüberreste können wir noch machen. Die Nüsse haben wir noch nicht erforscht. Die Festplatte können wir noch erforschen. Und je nachdem halt, was wir in Caterium noch so bekommen. Weil aus dem Caterium machen wir dann unseren Turbodraht. Und dann kommen wir da auch mal wieder weiter. Und dann heißt es im Prinzip eigentlich nichts anderes als unseren Beton erstmal auszubauen. Beziehungsweise wir machen erst einmal eine Plattform für unseren Beton. Nee, erst erforschen wir Teilmontage. Genau. So, kann ich hier irgendwie was? Kann man nicht machen? Hier, das können wir machen. Einen Moment. Can now carry more stuff. Upsi. Ja, ich hab das verpasst. Egal. War nicht so wichtig. So, Moment. Haben wir gesagt, das da. Dann haben wir da oben schon mal alles erforscht. The remains researched belong to an organism that tends to nest near objects emitting specific types of resonance. Spitters are called as such due to their ability to create and spit plasma across long distances. Spitter remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Okay. So, jetzt können wir hier unten. Das könnte man theoretisch noch machen. Okay. Ja, Caterium. Halt mal die Nüsse, Nährstoffe. Nährstoffe, Nüsse. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Und weitere Forschungen sind verfügbar. Jawohl. Wir haben doch noch Mykaterium haben wir hier noch drin. Oh Gott, da könnte man auch noch. Oh. Ja, halb so wild. Da-da-da-da. Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ja, können wir noch herstellen und ach so, ja, ich habe vergessen, ich muss ja erst noch hier die Barren, aber können wir gleich machen. Ethereum 50 Barren, Alter. Research completed. Quickwire recipe Yay! Unlocked. New Caterium research available. Jetzt können wir Turbodraht herstellen. Aber was mal mit dem Turbodraht machen, das sehen wir in der nächsten Folge.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war mir wieder ein Vergnügen, euch dieses wunderbare Spiel zu zeigen. Ein Moment. Oh, diese Husten. Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.